Was ist eigentlich der Orton-Effekt? Und warum zum Geier habe ich eigentlich so eine riesengroße Kaffeetasse? Kurze Antwort, der Orton-Effekt ist dieser Effekt in der Fotografie, der dafür sorgt, dass eure Bilder so einen dreamy, märchenhaften Look kriegen. Etwas längere Antwort. Der Orton-Effekt ist eine Fotografietechnik noch aus der analogen Fotografie, erfunden vom Fotografen Michael Orton in den 80er Jahren. Um diesen Effekt zu erzielen, hat der gute Mann einfach zwei Bilder gemacht und die dann übereinander gelegt, von denen eins von beiden eben ein bisschen unscharf ist. Wichtig, beide Bilder müssen dafür ein kleines bisschen überbelichtet sein und werden dann in einer Technik, die sich Ausbelichten nennt, zu einem Bild zusammengesetzt, was dann eine korrekte Beleuchtung hat. Und weil eben eins von den beiden Bildern unscharf ist, kommt dadurch dieser Dreamy-Effekt zustande. Deswegen an alle Flamer, die sich immer beschweren, früher in der analogen Fotografie, da war das noch eine richtige Kunst, heutzutage ist das doch eigentlich nur noch Bildbearbeitung, das ist doch alles gar nicht mehr echt, tja, die haben auch damals in der analogen Fotografie ihre Bilder schon bearbeitet. Das ist nichts Neues. Achso, ja, und die Sache mit der Tasse liegt einfach an meiner akuten Kaffeesucht.